Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Mind Over Magic. Es stehen ganz viele Kämpfe bevor, das liegt aber daran, dass wir das letzte Mal den Nebel verdrängt haben bis JWD. Also ich glaube, hier sind wir ja bis zu der Grenze hier runter, also wo man hier diesen Abgrund sieht. Ich glaube, weiter geht's auch nicht zurück, die Karte. Haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, das Thema. Was habe ich verändert zum letzten Mal? Genau, ich habe den Tipp bekommen, dass die fertig ausgebildeten Studenten, die hier den Stern, das Sternchen dran haben, dass sie nicht durchdrehen, dass wir hier eine neue Gruppe machen. Deswegen habe ich jetzt eine Gruppe ausgelernt erstellt. Da fällt Mirabelle automatisch rein, weil sie halt ausgelernt ist. Also Status vollständig ausgebildet. Und dann habe ich einen Zeitplan erstellt mit der Gruppe Studenten oder beziehungsweise mit der Gruppe ausgelernte Studenten und habe statt, hier war Lernen drin, also das mit den Büchern, sieht man hier unten, also das hier, habe ich einfach gesagt, okay, ihr macht Freizeit und ihr macht ein paar Aufgaben, aber mehr Freizeit als Aufgaben. Dann sollten wir das auch ein bisschen mehr in den Griff kriegen, dass sie da nicht so in Rage sind und sich erholen können. Genau. Das ist der Plan. Was haben wir noch? Wir haben Uriel als Blitzzauberer und Uriel könnte Dale ersetzen, weil Dale ist Level 2 und Uriel ist Level 3. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, was hier notwendig ist, irgendwie ist es auch ein Fehler im System, weil man kann sich nur so die Prüfung und Medaillen angucken, dann müssen wir nochmal kämpfen und müssen den Todesstoß versetzen, das kriegen wir hin, aufräumen müssen wir, das wird ein bisschen schwieriger. Und wir müssen in einer großen Gruppe essen. Was ist das hier eigentlich? Schlafe insgesamt 84 Stunden in einem Verbindungshaus. Na gut, das läuft ja automatisch, das kriegen wir hin. Dann würde ich sagen, wir brauchen 6 Studenten. Das machen wir jetzt einfach. Wir holen jetzt nochmal 2 Studenten hinzu. Die brauchen wir sowieso für die Urkunden. Was fertigen wir für einen Zauberstab? Was haben wir denn überhaupt? Wir haben ein Feuerbecken und wir haben Blitzdings, ne? Machen wir ein Feuer, ein Blitz. Also fertige ein Luft. Genau, nicht fertige Luft. Ein Blitzzauberstab und einen Feuerstab Stufe 1 hätte ich gerne. Stufe 2. Okay, warte mal. Den haben wir erstellt. Zauberstab, Feuer, nicht Stufe 3. Sondern Feuer. Zauberstab 1, den hier. Genau, fertig einmal. Perfekt. Dann haben wir 2. Dann haben wir insgesamt 6 Studenten, dann können wir die Aufgabe damit erledigen. So, jetzt müsste sich das jemand hier angucken, aber ich glaube, die kommen jetzt gleich dahin. Ich würde sagen auch, dass wir hier oben noch eine Mana-Laterne reinsetzen. Das machen wir auch. Damit die nicht immer runtergehen müssen. Wir setzen dann die Mana-Laterne hier so hin. Weil hier ist blöd, dann sind sie im Eingang, ne? Das ist nicht so schön. So. Bauen wir hier eine Mana-Laterne hin, dann können die hier oben sich immer den Kram holen. So, macht das jemand? Irgendjemand wird jetzt Material holen. Ein Mana-Kristall, 10 Stein. Ah, da kommt schon der Transportbot. Sehr gut. Ah, Zauberstab ist auch schon fertig. Blitzzauberstab, sehr gut. Das kriegen wir auch hin. Dann beschwören wir nochmal einen Blitzstudenten. Und dann müsste das eigentlich kein Problem sein. Blitz. Da. Jo, go. Ja, Partyzeit. Wer hätte es gedacht. Gut, es hat keine Laterne gebaut, keiner hat einen Blitzzauber beschworen. Doch jetzt. Jetzt geht's los. Blitzdingst, es werden geblitzdingst. Okay, der Vogel ist immer noch schön, oder? Sehr schön. So, wir haben dazu bekommen Wilder oder Wilder. Sehr gut. Der wird ausgebildet, aber der ist eh nur unser Opferlamm für die ganzen Rollen.
Ist der andere Zauberstab auch schon fertig? Wahrscheinlich noch nicht, oder? Feuer? Doch, müsste fertig sein. Müsste fertig sein. Das heißt... Feuer. So, dann müssen wir das eigentlich hinkriegen. Da haben wir 6 Studenten, wir haben 6 Plätze haben wir frei. Und eigentlich müssen wir uns mal überlegen, wo wir noch ein Häuschen hinmachen für die... Also noch ein Schlafzimmer hinmachen, damit wir noch einen Professor hier unterbringen. Aber bis jetzt haben wir nur Platz für 2. Also hier geht's nicht, das ist außen, das ist außen, das ist außen. Hier ist unser Sanatorium, das müssen wir auch so lassen. Wir hatten ja mal gesagt, dass wir hier was draufbauen, ne? Dass wir hier noch ein Schlafzimmer draufbauen. Das könnten wir eigentlich machen. Und dann machen wir hier so eine Treppe hoch, da oben rein. Müsste gehen. Die Alchemiestation. Der Raum ist halt auch hart ungenutzt, ne? Aber wir machen das jetzt einfach mal. Ich glaube, eine Treppe kann ich hier gar nicht hochbauen. Ich probiere das gerade mal. Wo sind die Treppe? Konstruktion. Stufen. Wo setzt der denn an? Der setzt immer an der hintersten Kante an. Okay, da müssen wir das Ding hier mal umsetzen. Müssen wir hier mal an die Wand setzen. Setze ich einfach mal dahin. Dann können wir hier noch ein Treppenhaus hochfahren. Und dann müssten wir hier den Deckel abnehmen. Achso, die schlafen jetzt da. Ist natürlich blöd. Wir können ja schon mal eine Treppe hinsetzen. So. Ob das reicht? Eigentlich müssten wir von hier so hingehen, ne? Weil hier kommt hier die Decke rüber. Wir dürfen auf keinen Fall den Raum hier kreuzen. Okay, wir warten jetzt erstmal, bis die ausgeschlafen sind. Dann können wir das später umbauen. Wir brauchen ja eh die Leute, die das hier umbauen. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt erstmal frühstücken und gehen dann hier mal den Keller erkunden. Das haben wir viel zu wenig gemacht. Den Untergrund haben wir immer nur dann erkundet, wenn hier irgendwo eine verseuchte Mana-Laterne aufgetaucht ist oder sowas in der Art. Deswegen lassen wir die jetzt erstmal ausschlafen. So, jetzt haben sie alle gegessen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir in den Keller. Wir gucken erstmal hier rüber, oder? Gehen wir erstmal hier nach links, die Pilzhöhle. So, das ist unser Trupp, den haben wir die ganze Zeit eingesetzt, ne? Das machen wir jetzt auch. Und erkunden einfach mal in dem Bereich ein bisschen. Und da sind wir. Wobei mir gerade auffällt, wir hätten ja eigentlich mal unseren neuen Studenten mitnehmen können, damit die den Kampf erledigen, ne? Das war jetzt ein bisschen dusselig. Können wir danach machen. Okay, Mehrfachschlag. Das war 3x 35. Da kommen wir aber nicht da hinten hin. Nee, das geht nicht. Gut, auf der anderen Seite kostet es nur 10 Mana. Ach, komm her. So, dann haben wir Vergeltung. Machen wir auf die vorderste Reihe. Okay. Beben geht, glaube ich, auch, aber geht immer nur auf eine Reihe. Lohnt sich fast nicht. Ah, ich habe die Rüstung vergessen. Ich, Dödel, habe die Rüstung vergessen. Mann, 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 Achim. Blitz mit 70. Und Mehrfachschlag lohnt sich eigentlich fast auch nicht, ne?
35 wäre nicht kaputt. Ach komm, wir machen eine Flammenpeitsche. Ist alles ein bisschen übertrieben jetzt. Wir hätten wirklich bei den Easy-Dingern hätten wir den Studenten mitnehmen können. Das hätte sich gelohnt. Also machen wir jetzt hier in den Pilzhöhlen dann. Ich wollte doch Uriel mitnehmen, oder? Da war doch der Kampf. Ja. Uriel mitnehmen. Ja, ja, ja. Und aufräumen. Ich weiß nicht, wie wir das Aufräumen hinkriegen sollen. Da müssten wir fast unsere Putzbots deaktivieren. Für mich ist die Frage, können wir irgendwie unsere Putzfeudel irgendwie kurzfristig deaktivieren, damit die aufräumen können? Weil mir fällt jetzt nur die Küche ein, wo hier Dreck entsteht. Gute Frage, ne? Keine Forschung ausgewählt, das ist ein Argument. So, wo gehen wir als nächstes drauf? Wir sind schon ziemlich weit in der Forschung, ne? Wir haben jetzt den Zauberstab Stufe 6. Was haben wir denn noch? Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal nach den Zauberstäben. Hier, Blitzzauberstab Stufe 3. Das sieht für mich gut aus. Das nehmen wir mal. Oh, was ist das hier? Ein Buntglasfenster. Und ein Glockenturm. Cool, sieht auch schick aus, ne? Okay, haben wir gemacht. Lass mal laufen. Was wir natürlich machen könnten... Warte mal, hier liegt doch jetzt Dreck, oder? Da liegt Dreck. Wenn ich jetzt Uriel nehme... Der soll nicht da hinspringen, der Kerl. Und sag hier Schmutz. Ah, das geht. Ah, das geht. Okay, man kann... Hä? Hat er jetzt aufgeräumt oder nicht? Wieso gehst du da nicht hin, Uriel? Verstehe ich nicht. Geh jetzt hier putzen, los. Und haben wir das vielleicht irgendwie versemmelt? Das ist ein Essen. Schmutz. Putze Schmutz. Er benötigt Wasserfähigkeit Stufe 1. Was hast du denn? Hast du das gar nicht? Jo, nö. Nö, hat er nicht. Okay, müssen wir noch warten. Kriegen wir hin. Ich denke, wenn da die Ausbildung durch ist, müsste das funktionieren. Bei den Veredelungsbestien entsteht da Schmutz, ja nur wenn sie was herstellen, ne? Okay, dann ist klar, warum das nicht funktioniert hat. Das verstehe ich. So, wie sieht's denn aus? Sind wir alle gesund? Ja. Was ich ein bisschen schade finde, dass man halt nur Zauberstäbe bis Stufe 3 ausbilden kann. Und bis jetzt haben wir unsere Stufe 3 Zauberstäbe eigentlich dadurch bekommen, indem die halt irgendwie aus dem Nebel geflüchtet sind, ne? Das finde ich so ein bisschen verschwenderisch. Naja, warten wir einfach mal ab. Was sage ich mit Mirabelle? Mirabelle ist Luft. Und Luftprofessoren haben wir meines Erachtens gar nicht, ne? Ja, wir brauchen noch den einen Raum. Jetzt gehen wir erstmal hier in den Keller und dann nehme ich hier Uriel mit, damit wir den Kampf erledigen können. Und jetzt überlege ich nur, auf welche Position. Auf die Luftposition eventuell. Uriel ist Blitz. Haben wir einen Blitzzauberer dabei? Moment, Uriel ist ja dabei. Ah, da muss ich dann einen Todesschuss machen. Alles klar, ich bin... Naja. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich muss nur darauf achten, dass Uriel den letzten Schlag macht. Was jetzt? Einen Nebel... Abbrauch. Wo ist die Nebelregel? Wo ist er? Da.
Okay, jetzt müssen wir schnell sein. Wir müssen jetzt alle drauf kämpfen, ne? Jagen, Stufe 5. Wenn wir schnell sind, kriegen wir das. Beim letzten Mal haben wir es ja... Was war das für ein Geräusch? Beim letzten Mal haben wir es ja fast geschafft. Müssten die alle entgegenlaufen. Ey, jetzt ess doch da nicht. Ich dreh durch. Attacke. Ja, leeren Pilz, egal. Geht jetzt da angreifen, los. Das ist doch schön, oder? Nehmen wir das mit? Oder machen wir mit Tee? Ganz schön breites Vieh, ne? Sieht man noch nicht so. Kampf der Bestie. Komm, jetzt zieh das durch. Schaff das. Kriegen wir das noch hin? Kurz vor Feierabend? Klar kriegen wir es hin. Kill it with fire. Los. Oh, die hatten keinen Mana mehr. Die waren fast alle leer. Krass. Aber wir haben Mana-Kristall bekommen. Sehr nice. Cool. Das hat zum ersten Mal geklappt, aber es liegt natürlich auch dran, dass wir die Professoren alle ersetzt haben, ne, mit größeren. Und dadurch haben die mehr Schaden gemacht. Und die machen ja nicht wirklich unerheblich Schaden. Cool, wir haben, glaube ich, zum ersten Mal so ein Ding besiegt. Was? Xeris hat Fressmaschine Bronze abgeschlossen. Aha. Ja, Gratulation. Schön. So, und jetzt schlafen die alle schon? Ah, schlafen schon wieder alle. Schon wieder ein Tag zu Ende. Voll am Schnarchen. Die Tapete ist ganz schön trippy, oder? Das ist eine Tapete. Konnte man das ändern? Ich glaube, das finde ich schöner mit dem Lila. Wir nehmen das mit dem Lila. Ja, das gefällt mir besser. Bisschen gesetztere Farben. Wie viel Essen haben wir eigentlich? Wir haben ja 6 Professoren und 6 Studenten. Das heißt, wir bräuchten 12, ne? Stellen wir das hier mal hoch. Und hier vorne auf dem Kessel, ich weiß nicht, was hat man denn da gekocht? Honiggrütze und Schlomp. Wobei Schlomp ist ja, glaube ich, nur ein Crafting-Material. Das brauchen wir nicht wirklich so in den Massen. So, wie weit ist denn jetzt? Uriel wollten wir, oder? Noch 2-mal essen und den einen Kampf. Kriegen wir hin. Und ich hoffe halt, dass dann durch die Ausbildung hier die Stufe 1 auf Wasser noch kommt. Das wäre sehr schön. Weil im Moment wird Natur gelehrt. Gut. Komm, dann machen wir jetzt den Kampf hier. Wie wir es eben vorhatten. Und Uriel macht den letzten Schlag. Dann müssten wir das eigentlich fertig haben, hoffe ich mal. Aber mal, wenn die unten hier kämpfen, könnt ihr hier ein paar Ratten killen. Sind ja nur 17 Ratten.
Blub, 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 blub. So, die 35 lohnen sich auch, ne? Fangen wir mal an. Machen wir mal... Achso, die sitzen auf einer Reihe, glaube ich, hier hinten. Dann machen wir den vorderen erstmal. Okay. Ja, hier bräuchten wir eigentlich Vergeltung. Das Problem ist, dass er jetzt noch nicht... Oder war der eben dran? Ne, war er nicht. Flammenpeitsche. Ich mach Vergeltung. Weil die schießen jetzt alle drei. So, Beben war auch auf mehrere, ne? Ah, ich kann nur auf die vordere Reihe. Ah, ist das blöd. Okay, 20er Schaden. So, lähmender Schlag, wieder Aufladung, Blitz mit 70. Haben wir leider keinen. Dann machen wir mal einen lähmenden Schlag. So, Mehrfachschlag könnte ich hier drauf machen, dann könnte ich den killen. Oder? 35? 105. Ne, passt nicht ganz. Hier müsste ich drauf gehen. So, Vergeltung wäre wieder da drauf. Das kann ich machen. So, er müsste zerschmettern. Nee. 70, es langt nicht. Ah, schade. Das ist ja schade. Ja, das ist der einzige sinnvolle Schlag, oder? Oder ich lasse sie alle passen. Ich sag passen. Und du, Mehrfachschlag, würde den Tod bedeuten. Ist ja auch passen. Du musst ein bisschen Schaden machen. 43. 28. Ein 20er Schaden nehmen wir noch mit. Und du machst Finish him. Jetzt müssen wir die Prüfung erledigt haben. Hä? Verfluchter Student. Was? Wir kriegen eine Belohnung, einen verfluchten Student? What? Hä? Ach, der sitzt da fest. Jetzt habe ich ja 7 Studenten. Nö, nö, lass den da mal drin. Hat er verdient. Hä? Okay, das ist ja krass. Das habe ich noch nie gehabt. Das ist ja auch voller Loch im Boden. Okay. So. Befreit er den gerade? Ja, sieht so aus. Hat gerade befreit. Wir brauchen ein Bett. Wir brauchen ein Bett. Wir haben hier zum Glück noch einen Platz. Baue Kopie. Machen wir hier hin. Ich hoffe, die kommen da rein. Warte mal kurz. Montieren, abbrechen. Ich glaube, ich setze es doch lieber noch weiter an die Kante. Ich setz mal hier so hin, da müssen sie auf jeden Fall vorbeikommen. Sieht zwar jetzt nicht so hübsch aus, aber... Und das Ding bitte mit Prio 5 bauen, damit wir hier ein Bett haben in der Nacht. Wie weit ist denn noch? Ist nicht mehr so lang. Müssten sie eigentlich schaffen. Ich glaube, die Betten waren noch nicht so aufwendig. Was kann er denn? Feuerzauberstab Stufe 2. Naja, noch ein Opferlamm.
Was? Aufgehört? Kein Mana mehr oder wie? Wilder hat Bronzeaufladung. Sehr gut. Sehr schön. Oh, der Schatten ist gefixt. Guck mal. Könnt ihr euch erinnern, wenn wir Betten querstehen hatten, war der Schatten so komisch klein. Okay. Was? Uriel hat einen Debuff. Panik. Können wir Panik heilen? Ist das eine Krankheit? Ja, geht. Was brauchen wir da? Ein Tapferkeitstrank, 3 Stück. Oder experimentell. Geht die Überzeugung aber runter. Okay, wir brauchen Tapferkeitstränke. Tapferkeitstrank. Bitte machen wir einfach fertige Biss 3-mal, oder? Ja. Und schieben das hier ganz nach oben. Bett haben wir. Brauchen noch die Tränke. Hier fehlen irgendwelche Ressourcen. Was fehlen hier für Ressourcen? Wahrscheinlich Honigtropfen. Ja, wer hätte es gedacht. Die Honigtropfen fehlen wieder. Hier sind auch keine Honigtropfen. Was ist denn hier? Ist es ein Kristall? Abbauen mit Prio 4 bitte. Das sind diese Ranken, die einen wieder gefangen nehmen. Hier ist auch noch so ein Kristall. Den bauen wir auch ab. Da ist ein Honigtropfen. Ich sehe ihn. Nee. Ernten. So, dann gucken wir ganz rechts nochmal. Vielleicht haben wir da auch noch welche. Aber hier müsste auch bald Ernte sein. Hier ist ein Honigtropfen. Nice. Eine Krohe. Aber mir ist noch einer. Da ist noch ein Kristall. Die nehmen wir mit. Den nehmen wir auch mit. So, jetzt kann es wieder laufen. Sehr, sehr nice. So, ich war hier am Treppen machen, ne? Wollen wir das jetzt machen? Ne, wir haben kurz vorm Schlafen gehen. Das lassen wir mal. Können wir Uriel das hier aufputzen lassen? Geht nicht, ne? Doch, geht. War doch Uriel, oder? Lass mal ganz kurz gucken. Moment. Ja, putzen, genau. Hat der jetzt hier seine Wasserfähigkeit bekommen? Nee, man kann nicht jeden Dreck aufwischen. Das ist ja gut. Bitte, mach das mal sauber. Leeren Pilz nicht schlimm. Ey, hörst du auf? Was macht der denn da drüben? Ey, jetzt kann ich es nicht mehr putzen. Hä? Okay, ist egal. Ich kann es anscheinend auch nicht putzen. Wurscht. Was machen die Holzfäller-Bots denn hier oben drin im Studentenheim mit der Axt in der Hand? Ist wie so einen schlechten Horrorfilm. So, und Uriel hatte aber diese Panikgedöns, ne? Oder? War das das nicht? Panik, ja. Das müssen wir gleich heilen. Wenn die 3 Tränke fertig sind. Komm, wir gucken mal, ob es jetzt funktioniert. Jo, funktioniert. Uriel, wo bist du denn mit deiner Panik? Brauchen wir noch jemanden? Noch einen Heiler hinzufügen. Ich finde, Lucius ist ein super Heiler. Guck mal, alles Wasser, Leute. Oder wie? Ne, benötigt Wasser. Ah, okay. So. Mach deinen Exorzismus. Ich finde, die Klinik sieht gut aus. Das gefällt mir richtig gut. Wo ist denn Uriel? Jetzt ab hier ins Bettchen. So, leg dich mal hin. Wir heilen mal eine Panik. Die beiden Staubwedel unterhalten sich, wer das jetzt wegputzen soll. Mach du. Nee, mach du doch.
Ey, du könntest auch putzen. Putz du doch. Und keiner putzt. Aber warum putzen die eigentlich nicht? Weil... geht nicht? Verstehe ich nicht, warum die nicht wegputzen. Guck mal, stehen sie schon zu dritt da und gucken sich den Fleck an. Wahnsinn. So. Jetzt sind sie alle am Schlafen. Wie sieht's aus? Ist jetzt die Prüfung eigentlich erledigt? Ja, die Prüfung ist erledigt. Sehr gut. Noch einmal essen und noch mehrere Stunden schlafen. Sehr gut. Und dann müssen wir das mit dem Putzen noch hinkriegen. Das geht aber nur, wenn die Ausbildung durch ist und die Wasserfähigkeit dadurch. Naja, mal gucken. Dann haben wir Uriel. Sehr gut. Mirabelle war Luft. Da müssen wir das Schlafzimmer noch machen. Das ist Opfern. Das ist Blitz. Den übernehmen wir, ne? Das wird unser Dale wiederum. Das ist Opfern. Das ist Opfern. Und Stufe 2 können wir da prinzipiell auch opfern. Brauchen wir auch nicht wirklich. Also nicht opfern. Ihr wisst, was ich meine. Ich sage halt immer opfern, obwohl es gar kein Opfern ist. Ja. Goodie. Ihr Lieben. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Warp 1. Mit einem Blick hier auf die wunderhübsche Wutz. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.